Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge, ja, Let's Play Pummel Party, denn ja, hier im Pummel Party oder bei Pummel Party, da wird echt gebettelt, da wird nicht betrogen oder geschummelt. Hier geht's aufs Ganze in jedem Fall, nicht so wie bei Clash of Clans. Also da wird immer geschummelt und da wird betrogen und da finden auch manchmal ganz komische Turniere statt, wo du eigentlich am Anfang des Turniers weißt, wer am Ende gewinnt und wo Mannschaften einfach ausgewählt werden und nicht mal ausgespielt werden, großartig. Habe ich nicht ganz verstanden. Aber irgendwie wurde da ein bisschen was zufällig ausgewählt und ganz, ganz, also ich muss sagen, ganz, ganz komisch. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt und bin eigentlich der Meinung, ob man so die E-Sport-Szene jetzt unterstützt, das weiß ich nicht. Wo du ja eigentlich vorher schon weißt, was nachher rauskommt. Aber lass uns mal jetzt ein bisschen Clash of Clans spielen. Aber Pummeln können wir sicherlich mal online machen. Und damit willkommen jetzt erstmal hier bei Clash of Clans im Spiel. Ja, worum geht's eigentlich? Es geht um folgende Sache. Ihr kennt das, Liga und einige wollen schummeln. Einige wollen vielleicht schummeln. Wir wissen nicht genau, was kommt, aber wir hatten hier Sackpost bekommen. Ich nenne das immer so Sackpost. Einmal Achtung für den nächsten Spieltag gegen Love.io, eine kleine oder eine andere Kriegsbase aktivieren, da der Clan dort offen ist. Danke. Okay, warum ist der Clan offen? Das fragt man sich jetzt natürlich. Warum lässt der Gegner einen Clan auf? Nächste Meldung kam jetzt vor einer Stunde. Achtung, die CB beim Gegner sind alle nicht befüllt. Wir gehen mal rein. Oh, wir sind gar nicht im aktuellen Spieltag. Wir sind im fünften Spieltag schon. Morgen müsste eigentlich das Game gegen Tribe Gaming sein, bei Spätzle mit Soße. Muss ich mich nachher mal schlau machen. Aber wir gewinnen hier auch nicht jeden Krieg, aber ihr seht immer knappe, knappe Geschichten, was Gewinnen und Verlieren angeht. Und den letzten aber, na, das war eigentlich schade, dass wir den verloren haben, aber jeweils ein Fail auf oder pro Seite, so will ich es mal sagen, ein Fail pro Seite. Und zweimal zwei Sterne pro Seite. Tja, und dann hast du nach Prozenten am Ende verloren. Ist aber nicht so schlimm. Kopf hoch, weiter geht's. Und wir haben aber trotzdem eigentlich ganz gut gespielt in dem Match. Wir hatten nur wenig bei unseren zwei Sternen, da muss man tatsächlich sagen. Auch ich habe irgendwie mich mit 59% hier durchgekrampft. Waren es am Ende halt etwas zu wenig Prozente. Und der Tambre hier mit. Was hat er denn eigentlich genommen? Yeti Smash. Yeti Smash geht ja eigentlich immer für zwei oder sogar, habt ihr ja gesehen, für drei Sterne. Oben mit dem Inferno-Drachen. Der übrigens nach wie vor sehr, sehr beliebt in Clanburgen ist, in Verbindung mit einem Headhunter, also mit einem Jäger. Ja, Jäger, Headhunter. Kopfjäger. Kopfjäger, so heißt es im Deutschen. Und einem dementsprechend Schwierigkeiten bereiten könnte, aber macht er hier ganz gut, schön gefunnelt, so dass er in die Base reinkommt mit seinem Smash. Jetzt der Packer geht auch gleich Richtung Base damit rein, müsste er eigentlich, ja, macht er. Und so hat er hier jetzt einen Sprung gesetzt zum Rathaus und in den freien Bereich, den er sich da geschaffen hat, in die Mitte. Was ich hier im Moment noch gar nicht gesehen habe oder so gut wie nichts gesehen habe, ist irgendwas mit Blitzen. Aber da zeige ich euch die Tage ein bisschen was, denn ich will es jetzt selber mal ein bisschen ausprobieren, ob das wirklich eine coole Taktik ist oder ob das eher nichts für mich ist. Es gibt ja gewisse Taktiken, die sind einfach mal nichts für mich, weil ich sie, egal wie lange ich sie übe, kann sie einfach nicht. Ich denke mal, hier so ein Yeti Smash und auch ein Hybrid ist da vom Ablauf her etwas einfacher und hat aber gut gemacht hier auch gegen die, obwohl der eine Scattershot noch sehr, sehr tief steht, aber zwei Helden noch zündbar bei 70%. Das ist schon ziemlich krass. Außen geht schön der King mit so einer ganzen Meute, das hat man auch immer ganz gerne. Und jetzt Queen hat er immer noch nicht gezündet, aber die wird jetzt gleich zünden müssen, weil die wahrscheinlich durch eine Mauer möchte. Ja, da hinten möchte sie durch eine Mauer durch. Und dann noch den Rest mit dem Warden erledigt. Der Warden macht, hilft ja auch heftigst immer mit. Und hatte ich die Tage ja schon mal gesagt, ich finde den Warden, alles ist cool geworden. Das ist, glaube ich, cool geworden. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon länger keinen mehr gehört, der so über den Warden meckert, was er
oder wo er irgendwo schief läuft oder sowas. Und haben hier aber noch mit harmlos ist nicht harmlos, habe ich euch schon mal gesagt. Ist das nicht fast die gleiche Base? Ja, ganz, ganz ähnlich. Also so eine Base auch so mit Gängen und mit einem Hybrid gemacht hier vom harmlos. Aber wie gesagt, harmlos ist nicht harmlos. Harmlos ist ganz schön böse. Manchmal zumindest. Lavahund kommt hier raus. Und etwas Kleingedöns. Das heißt nicht Kleingedöns, sondern da kommt noch ein Babydrache und 5 Bogenschützen sehe ich da. Wunderbar. Mal sehen, wo er jetzt gleich den Gift schmeißt. Das ist sicherlich nicht zu früh, denn die Bogenschützen und der Babydrache müssen in jedem Fall noch mit in den Gift und müssen auch fallen. Das ist hier auch der Fall. Er schießt jetzt mal maximal einmal da. Und müsste jetzt eigentlich auch das zeitliche segnen jetzt erst. Okay, da hat es ein bisschen gedauert. Gerade. Und jetzt kann es ja aber weitergehen. Hier werden ein paar Luftminen aufgesaugt. Vielleicht aufgesaugt, aber er hat jetzt glaube ich keine mehr bekommen. Und mit Supermauerbrecher geht es jetzt hier weiter. Die habe ich auch im Moment equipped auf so ziemlich allen Accounts, die Supertruppen herstellen können. Habe mich relativ kurzfristig dazu entschieden. Aber ich glaube, gerade zur Liga hier, der Fassroller ist, glaube ich, erste Wahl. Wenn du dann nicht hast, hast du halt, ich will nicht sagen Pech, musst du was anderes einfallen lassen. Aber die Supertruppen werden in jedem Fall gerne genommen in den Klankriegen, egal wofür, ob das jetzt die Sneaky Goblins sind oder ob das jetzt der Fassroller ist oder natürlich auch das Riesenskelett mit der Superhexe. Das sei dahingestellt, da ist ja jeder ein bisschen anders. Aber Vita hier haut den Hybrid jetzt hier oben raus und eigentlich gar nicht mal so gut gefunnelt da oben. Denn so ein bisschen läuft ihm jetzt doch etwas nach außen. Ich glaube, das sind so ein, zwei Miner mit nach außen gegangen. Deswegen hat er hier fix mal... Muss er jetzt anfangen zu pusten hier? Manometer. Müssen die jetzt ausgerechnet pusten? Es regnet gerade in Strömen und trotzdem versuchen die jetzt die Blätter hier wegzupusten. Okay, naja, sei es drum. Was sie nicht alles so machen, die Gärtner, ne? Und hat das aber ganz gut gerettet, da eben außen noch mit dem King. Jetzt gehen sie natürlich alle nach außen, schön gemacht. Und dann gucken wir jetzt gleich auch mal in den ersten Clankrieg rein. In den aktuellen gegen diesen Laviu-Clan. Denn dort haben wir so eine kleine Befürchtung, dass da vielleicht ein bisschen geschummelt wird. Wir wissen es nicht, also ich will es auch nicht hinterlegen. Aber ich meine, der Clan ist zurzeit offen. Und die greifen aber auch an. Also das ist jetzt nicht so, dass die nichts machen. Aber wenn wir uns sowieso mal unsere Begegnung angucken, unsere 7 Gegner sind so ziemlich ausschließlich oder fast ausschließlich aus dem südasiatischen Raum, will ich mal sagen. Also China, Vietnam ist dabei, international ist dabei, aber sind irgendwie alles chinesische Schriftarten. Und unten der Clan ist offen, das heißt also Kumpel Yi geht zu Kumpel Yo und guckt sich unsere Bases an. Das heißt, der Laviu-Clan ist zurzeit auf, man müsste es jetzt eigentlich beobachten, denn die waren, glaube ich, immer so 33 im Clan, meine ich. Jetzt sind es schon 34. Seht ihr, jetzt sind es 34. Man müsste das jetzt wirklich ein bisschen beobachten. Jetzt sind es 34. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer jetzt tatsächlich hier neu ist und wer nicht neu ist. Denn hier ist eine ziemliche Fluktuation drin. Also hier sind mal 15 drin, mal 28, mal 32. Jetzt sind schon wieder 34, eben ans 33. Und man müsste jetzt eigentlich immer auf unseren jetzigen Gegner gucken. Denn wenn hier jetzt einer raus ist oder raus wäre oder raus war, dann... Hier siehst du das neue Jahr nicht. Dann, oder von unseren vorherigen Gegnern oder die Gegner, die ja jetzt eigentlich noch kommen. Es stehen ja noch 2 Gegner aus. Das heißt, wir haben ja hier noch 2 Runden am Ende gegen den Clan mit der 23 und gegen das Hü-Team. Jetzt müsste man sich die beiden eigentlich die ganze Zeit angucken. Hü-Team spielt hier oben mit und müsste schauen, ist da jetzt gerade mal einer in dem anderen Clan. In den anderen Clan drin und guckt sich unsere Bases dann an vom Vortag oder von den Vortagen. Deswegen haben wir hier unsere Base gewechselt. Also ich habe zumindest jetzt mal 3 neue Bases sogar.
Ich habe wirklich mal alles durchgetauscht, einfach mal auch, um ein bisschen was abzutesten. Immer ein bisschen modifiziert, also ich nehme nie eine neue. Ich nehme immer meistens Internet-Bases, die irgendwo kopiert sind mit einem Link und dann kannst du die ein bisschen umbauen. Also dann gehst du mal in Discord rein und fragst, was kann ich an der Base ein bisschen verschlimmbessern oder wo kann ich hier ein bisschen was rausholen. Also das sind so ein bisschen unsere Befürchtungen, dass halt jetzt die nächsten beiden Gegner einfach bei uns oder nicht bei uns im Clan, sondern in den Love-Clan kommen oder Love-You-Clan kommen, um dort zu schauen, was haben wir für Bases hier. Ich meine, die sehen dann ja letztendlich alle Kriegstage und beziehungsweise sehen natürlich, ja doch, sie könnten alle Kriegstage sehen, aber natürlich nicht von uns. Also sie würden jetzt nur den vorherigen Tag sehen, wo, also diesen Tag könnten sie ja sehen, dann würden die unsere Bases halt checken. Wo kann ich es mir vorstellen? Weiß nicht, ob das jetzt so real ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin da eher, ich halte mich da eigentlich eher bedeckt, was solche Sachen angeht, aber durchaus logisch kann es natürlich sein. Derjenige muss natürlich Ältester sein, das wisst ihr mittlerweile. Ohne Älteste, ich meine, wir könnten jetzt auch in den Love You Clan, aber ich denke mal, wenn ich jetzt mit dem Thorsten einfach in den Love You Clan gehe und gucke, mir dann die Bases unseres nächsten Gegners an von 6 und 7, dann muss ich ältest dafür werden und das werden die sicherlich nicht zulassen, dass ich das werde. Also bringt es nichts, jetzt einfach mal in den Clan reinzugehen, um zu gucken, welche Bases haben unsere nächsten Gegner denn gehabt. Also ist Gorps wie gesprungen, bringt im Moment gar nichts. So, ich will hier immer spenden, dann habe ich das hinter mir. Ich nehme immer zwei von denen, die habe ich dann einfach so in dem so mit drin und einmal dort. Wir können hier mal eben anfragen und Hoxwood, warte mal, was habe ich am Start? Hybrid, ja, das können wir machen. Das können wir machen, eben mal einen Hoxwood nehmen und dann mal einen kurzen Cut und dann machen wir hier wenigstens noch einen kleinen, ich würde so sagen, so einen Trainingsangriffchen. Oh, so einen Ringbase hatte ich eben schon, also so ähnlich wie so ein Ring, so ähnlich wie so ein Ring. Hatte ich eben schon. Muss ich mal eben gucken, hat der Klönburg. Das sieht nicht so aus, wenn ich hier jetzt was setze. Oh, da löse ich schon gleich eine Bombe aus. Das ist nicht schlecht. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Ich muss mal eben schauen, dass ich... 1, 2, 3. Dass ich das ganz nett hinbekomme. Also auch hier in Yeti Smash einfach mal ein bisschen üben, Leute. Einfach mal ein bisschen üben, ein bisschen live was fehlen. Aber oh, ich habe kein Mauerbrecher dabei. Alter, scheiße. Och, Toto. Okay, ich habe keinen Mauerbrecher dabei. Dann müssen wir das springen gleich. Und nehmen jetzt hier hinten ihn hier, den mit dabei. Und jetzt unsere Yetis. Das Lager muss da noch weg. Okay, passt so. Komm rein hier. Wunderbar. Und, der Sprung war nicht gut. Der Sprung war nicht gut, Leute. Meine Queen ist da ganz schön am Deckel, aber das müsste jetzt noch passen. So, dann nehmen wir mal unsere Championatin damit hinterher. Das sieht jetzt noch ganz gut aus. Das Rathaus friesen wir mal eben. Oh, das war jetzt aber dusselig. Das war dusselig, das Rathaus zu friesen. Sehe ich gerade. Ah, das war Verschwendung. Leute, das war nicht gut. Okay, aber es gibt besser. Oder es gibt Schlimmeres. Schlimmer ist hier, dass ich hier noch ein paar Truppen offen habe. So, wo haben wir hier noch was Böses? Hier der Bombenturm ist sicherlich ein bisschen böse. Und auch der Inferno. Aber ich glaube, den haben wir ganz gut gemacht. Okay. Aber wie immer, der hatte keine Klönburg. Der hatte keine Klönburg. So, 1, 2, 3. 1, 2. Und schnell nochmal die Queen gezündet. Ja, einfach ein bisschen üben, so auf Ringbases hier. Kann man machen. Gar nicht mal so schlecht. Wenn mir das mal immer so im CK gelingen würde, aber okay. Mit ein bisschen Clanburg und kann es sein, dass er auch nicht alle Helden hatte. Ja, ne? Naja, aber ein bisschen Loot geht immer und ein paar Pokis auch. Ich will ja nicht ganz so hoch hier. Champ 2 ist schon wieder ein kleines Stück zu hoch für mich. Eigentlich nicht so mein Ding. Da baut schon mal nach. Perfekt, ja. Hier hat sich aber im Moment noch nichts getan. Also wenn ihr der Meinung seid, dass ich jetzt richtig liege oder falsch liege, weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, man müsste das jetzt beobachten, ob aus den beiden Clans, die jetzt nach uns spielen, immer mal wieder jemand hier in den Clan reinkommt. Nee, hier müssen wir nicht reingehen. Aber das ist auch eine Tipperei hier. Und ob da immer mal einer rausgeht, von den anderen Clans hier reingeht
um, wie gesagt, dann unsere Bases von heute zu sehen, die sie ja womöglich morgen auch haben, aber morgen wechseln wir wieder die Base. Das heißt also, dann haben wir eh wieder eine andere und dann haben die sich vielleicht eine Base abgeschottet, die wir dann aber auch nicht wieder haben. Also so kann man es ja irgendwie machen, aber so ein bisschen kann man ja dann doch hier bei Clash of Clans ein kleines bisschen, ich will nicht sagen schummeln, aber ich weiß nicht, ob das so gang und gäbe ist, dass wenn man einen Folgegegner hat und kennt den vorherigen Clan, die gegen die gespielt haben, dann kann man ja sich schon mal Bases rausschauen. Vielleicht ist ja doch noch die gleiche mit dabei. Aber genau weiß ich das auch nicht. Naja, wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, meine Thesen hier, dann könnt ihr mir ruhig einen Daumen nach oben da lassen, keine Kommentare schreiben. Mund-Nasen-Schutz tragen, immer einen schönen Wagen nehmen, Abstand halten und habt eine coole Woche. Euer Toto. Clasht.